Herzlich willkommen zum heutigen Video bei Mel B. Channeling. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Im heutigen Channeling geht es darum, weshalb dein geliebter Herzensmensch die Liebe zwischen euch beiden nicht annehmen kann, dich lieber auf Abstand hält, statt sich für dich und die Gefühle, die zwischen euch beiden sind, zu bekennen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit der nachfolgenden Botschaft von Gott. Meine geliebten Kinder, ihr fragt euch schon lange, weshalb euer geliebter Herzensmensch immer so komisch darauf reagiert, wenn ihr ihm sagt, was ihr für ihn empfindet. Ihr fragt euch, weshalb er die Liebe von euch nicht annehmen kann und euch lieber auf Abstand hält, als sich ebenso für seine Gefühle für euch zu bekennen. Dabei wundert ihr euch, weshalb er euch trotz alledem immer so offen und zugewandt ist. Ihr merkt jedoch, dass er sich bei euch nicht festlegen möchte. Ihr spürt, dass irgendetwas nicht stimmt und er vorgibt, dass es verschiedene Gründe hat, weshalb er sich nicht voll und ganz auf euch einlassen kann. Tief in eurem Inneren spürt ihr, dass die Gründe, die ihr vorgibt, nichts mit Liebe zu tun haben. Ihr spürt, dass sie etwas mit euch machen, wenn ihr sie hört. Entweder wirst du sehr traurig oder du wirst wütend darüber. Du reagierst auf das, was er sagt, sehr emotional. Da du nicht verstehen kannst, wie es sein kann, dass er sich vor dir verwehrt und sich nicht für dich entscheidet. Um weiterzukommen und herauszufinden, wo der Kern der Ursache liegt, hilft es euch nicht, wenn ihr mit Betteln, Flehen und weiteren Liebesbekundungen an eurem geliebten Herzensmenschen herumzerrt. Im Gegenteil, ihr verstärkt seine Reaktionen auf euer Verhalten. Ihr bestätigt ihm damit genau das, was er über euch glaubt. Ihr bestätigt ihm somit seine Annahmen, dass ihr euch nicht unter Kontrolle habt, dass ihr schnell wütend werdet, wenn es nicht so läuft, wie ihr es euch vorgestellt habt. Und dass ihr euch an ihm festklammert, weil ihr ihn nicht verlieren wollt. Damit kann euer geliebter Herzensmensch nicht umgehen. Dieses Verhalten kennt er bereits und er möchte sich von Frauen, die ihn scheinbar so behandeln, fernhalten. Er liebt es frei und unkompliziert. Ich hoffe, du hattest ganz viel Freude bei der heutigen Botschaft und ich freue mich sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir jetzt noch eine wunderschöne Zeit bei allem, was du machst. Bis bald, deine Mel. Tschüss!